Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper, Nabo, Anwar und mir, dem Ello. Und wir haben gerade erfolgreich. Hier gibt's nichts zu sehen. Toys überfallen. Das ist alles Fake, was hier steht. So, und nun, wo geht's hin? Da, wo du hinguckst. Immer der Nase lang. Klar, schießt den erstmal das Auto in den Fluss. Echt, du kostet eine Autowäsche. Also für unseren Auftrag. Wir sollen La Gringa finden und sie in Sicherheit bringen. Es ist davon auszugehen, dass sie in Gefahr schwebt und wir sollen sie jetzt erstes finden. Gleich in Cuyo. Wir müssen uns ist La Gringa eine La Bonita? Bin hinter dir, Boss. Da kommen schon die ersten Autos. Was? Ich sehe hier keine. Die fahren auf sie zu. Doch, wir müssen weiterfahren. Weiter. Und dann da vorne nach links. Hier. Ja. So, jetzt sitzt aber ein bisschen umgegangen. Nochmal links. Hier. Das macht hier ist aber. Der Kurve hier rechts rumfolgen. Oh Gott, oh Gott. Hier stehen Leute auf der Straße. Einfach geradeaus weiter. Irgendwas explodiert hier? Ja, das. Ja, vor uns sind halt Feinde. Hier einmal um die Kurve rum. Die Feinde sind schon bei hier. Oh! Oh, ich steig mal aus. Ich vermute, schießen auf freies Ermessen. Ja, natürlich. Wir müssen uns gerade schon am Bord machen. Oh, das hat gewirkt. Enno, wenn du es schaffst, dann leg noch ein paar Minen, es kommen immer weitere Fahrzeuge. Oh! Ich hab mal kurz gesäubert, aber kein Problem. Ja. Muss ja nur gerade kurz. Achtung, da sind schon welche. Ja, ich bin gleich bei dir, Mann. Einer noch. Okay, sehr gut. Oh, 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 oh. Boah, danke. Danke. Da kommt welche. Danke. Deckung. Zieh zurück. Okay, Enno, was ist deine Position? Die Kurve, okay. Ist bei der 2. Okay, Moment. Da kommen weitere Leute. In der Kurve gefallen. Wo ist denn die. Ah, da. Ja. Okay, das schaffst du, Enno. Danke. Der verdammte Humvee war gut gepanzert. Der hat eine Mine überlebt. Oh! Zwei steht direkt vor mir. Also, meine Position ist am Tor. Reapers ist bei dem Gebäude. Deine kenne ich ja jetzt, Enno. Mist. Ladung ist scharf. In Position. Wow! Mann! Nein! Ich glaube, er liegt schon wieder, aber ich weiß ja, glaube ich, wo er grob ist. Ungefähr gleiche Stelle. Ja. Gleiche Stelle, gleiche Welle, da sehe ich ihn. Wurde er überfahren? Danke, Mann. Achtung, bei der die 2 kommt. Hat jemand Munition? Deckung, Mann. Was? Oh, das war einer von uns. Der braucht einen Leichensack. Eieieiei. Außen haben wir noch die 2 rumkriechen. Ich brauch gerade Informationen. Alter, die Granaten hier rein! Über Munitionsvorräte. Bei mir. Im Haus. Im Haus, okay, das ist gut, danke. Oh, Vorsicht, die Jungs werfen hier Granaten rein. Ich schick eine Leuchtrakete. Augen zu. Ich hab Pakatari um Verstärkung gebeten. Ja, mal Freunde angerufen. Jo. Sehr gut. Das ist gut. Wo ist scheint ja aber so weit sicher zu sein. Wo ist La Gringa? Irgendwo im Gebäude. Okay. Gestanden, ich suche. Ja, ich suche auch. Ich komme auch mit rein. Wir haben draußen eine Heli. Ich La Gringa, wo bist du? Zwei Personen. Hier? Die Person ist noch nicht aufzufinden. Oh Scheiße! Heli fällt aufs Dach! Oh! Geht's dir gut, Reaper? Naja, halb aufs Dach. Der hat. Mal was abgeworfen. Also bei dir hat der. Also der hat dich erwischt bei mir. Du bist platt wie eine Flunder. Wir haben noch ein zweites Haus. Hat sie sich vielleicht sonst im Keller versteckt? Hat das Haus einen Keller? Keine Ahnung. Hier oben ist. Positiv, ich geh runter. Also im Pool ist sie nicht. Okay.
Wo ist der Kellerzugang? Bei der Munition. Genau, okay. Vor dir, ja. Ja, yep, hier ist sie. Beim ganzen Wer Essen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir sind Ihr Rettungstrupp, verstanden. Aber wir müssen jetzt schnell weg von hier. Ich komme nicht weit, doch nicht so. Ich kenne jemanden. Er lebt in einem Dorf nicht weit von hier. Die Rebellen bringen ihm die Verwundeten, wenn... Yes. Kennen Sie diesen mal hoch und holst ein Auto rüber? Er verrät dem Kartell nichts. Ich heile sie mal gerade kurz. Die machen ihm keine Angst. Ja, die Wunde sieht nur etwas... verdammt mutiger Mann. Etwas tiefer aus. Seit meiner Arbeit bei der Hilfsorganisation. Er war mein Kontakt. Ich gehe mit Bamba. Ein paar Jahre und ein paar Tonnen Koks später stellt er sie den Rebellen. Ich komme hinterher. Ja. Er brauchte Medizin und Impfstoffe. Sobald die Alte fertig ist, komme ich hoch. Kapiere ich nicht. Wieso beide Seiten ausspielen? Keine Ahnung. Ich wollte den Menschen hier helfen. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, das ist doch ein passender Wagen für die Dame. Moment, ich fahre. Okay, ich komme mit ihr hoch. Ja, draußen ist sauber, also da musst du keine Sorgen haben. Ich fahre mal gerade. Sie ist soweit auch ein bisschen stabilisiert, aber. Ja, rennen kann sie wieder. Hier vorne ist auch noch ein Wagen sonst. Ist der. Weitere. Gemütlicher? Danke. Weitere Gegner sind gerade gekommen, aber aus. Also hier, hinter euch, da ist das Fahrzeug. Ich krieg Gesellschaft. Ich komm zurück aufs Gelände. Mann, sonst komm her. Hier ist noch ein Fahrzeug und dann müssen wir uns da nicht durchprügeln. Okay. Wir haben gibt's da hinten einen Ausgang? Ich weiß es nicht. Mit zwei Fahrzeugen fahren, weil die Dame hier. Ja, dann muss einer von euch in den Kofferraum. Okay, wartet, ich ruder zurück. Wir fahren nicht durch den Weg raus, wo wir reingekommen sind, sondern hinten rum. Wenn das ich geht. Kann in den Kofferraum. Bisschen eng wegen dem großen Rucksack, aber geht noch. Grenga? Da kommen Leute. Wow. Schaffst du es irgendwie hier rum? Ja. Das wäre gut. Also Gringer, ne? Da vorne rechts geht's raus. Ich bin Arzt. Also ich könnte mit ein paar Doktor spielen, dich heilen, wenn du das möchtest. Woran du dir denkst, nee. Ich glaube, wir hätten tauschen sollen, nur dieses Süßholz gerade von den Kerl. Es ist noch ein ganzes Stück. Ich weiß nicht. Da vorne rechts? Mein Zustand. Und sie redet. Sieht nicht gut aus. Wird sie es schaffen? Ah, Mund-zu-Mund-Beatmung. Komm, kriegen wir hin. Katari hat sie geschickt, um mich zu schützen. Mach mal rechts. Also da vorne erst. Hier noch nicht. Ja, genau da. Kalt. Gut. Mir wird langsam kalt. Ja. War das richtig? Katari eine Kartellforscherin schützen. Weiter. Ich hab Svenius Geld benutzt, um. Ganz lange der Straße fahren. Medizin für die Rebellen zu kaufen. Davon hat Pack gar nichts erwähnt. Was weiß denn ich? Ihnen ist nicht kalt, oder? Nee. Aber wenn ihnen kalt ist, Oh Gott, hör mal, das hat bei Twitch schon nicht gezogen. Meinst du, bei der zieht dann? Die sieht weniger intelligent aus. Hier rechts. Oh, hier! Hier ist nix, wo ich rechts kann. Ja, da vorne war eben was rechts. Oh. Ach da, oh. Oh mein Gott. Also da Gringa, der Typ hier denkt neben mir, der kann kein Auto fahren, der kann nichts, der kann uns nicht heilen, der hält uns nicht am Leben. Wenn wir irgendwo hinfallen, fallen wir direkt tief, das tut dann saumäßig weh und nach 5 Jahren habe ich immer noch eine Verletzung von der letzten Splitter. Also der kann gar nichts. Nein. Denk jetzt mach nicht ich so. Schlecht, das ist unser einziger Sand. Der nichts kann. Komm mal. Hier geradeaus müsste das sein. Ich muss anhalten. Jetzt nicht schlapp machen, Lady. Also ich weiß nicht. Irgendwo zwischen den angehalten Häusern. Für die Dame. Hier sind keine Häuser hier. Gringa! Ich glaube, hier geht's nicht gut. Wir waren zu langsam. So. Zeit abgelaufen. Hölle? Dass man da. Was war das denn jetzt? Ja. Sie ist einfach aus dem Auto. Die Alte verblutet da hinten im Auto, Alter. Also ich finde, wir waren eigentlich schnell. Ja, vor allem ist die halt einfach aus dem Auto gesprungen.
Hätte unser Sunny nicht einmal zurücksetzen müssen. Was ja, dieses Mal wird's. Diesmal kennen wir die Strecke. Können die Rebellen uns ein Heli droppen? Nee, ne? Doch. Nur Fahrzeuge. Nee, auch. Wir hatten doch eben auch ein Heli bekommen. Wenn wir den anfordern, vielleicht wird das ganz gut. Oh Gott, jetzt müssen wir wirklich nochmal komplett. Naja. Ja. Und wir müssen uns wieder beeilen. Oh. Die große Villa geradeaus. Vor allem ist hier halt echt. Ja. Kein Fahrzeug, nix. Nö, wir müssen querbeet einlaufen, glaube ich. Ach, Sunny wird fast eine Porto über vorne. Alter! Und der setzt auch noch zurück, weißt du? Drohne fliegt. Ja, alles überlebt? Nee. Eieiei. Ja, der setzt ein Stück zurück, um Anlauf zu nehmen und mich über den Haufen zu sensen. Sauer geht's noch? Ich glaube, der hat das Fahren in meiner Fahrschule gelernt. Ja. Bezweifle ich auch. Nee, glaube ich leider auch. Ich bin am Vordereingang. Ne? Sieht aus, als verteidigten Kataris Rebellen lange das Haus. Der Vordereingang kann wieder gerne vermint werden, wenn das hat es geholfen beim letzten Mal. So ein bisschen. Naja, mehr oder weniger. Ein Humvee hat es leider. Scheißdreck. Wow! Hier haben wir irgendwas an Sprengstoffen dabei. Korrigiere mich, bin am Hintereingang, wo wir raus sind. Bin im am Haupteingang. Muss ich kurz ausruhen. Wilbur, wo bist du? Haupteingang. Geht's allen gut? Ja, mach ja. Okay. Okay, ich laufe direkt in den Keller. Okay. Negativ. Wieso? Dann würde der Timer starten. Das. Wenn wir die Sequenz angehen. Und da ist alles soweit sicher. Fahrzeug holen und dann. Ja. Ich bin auf dem Weg nach unten. Ich hole gerade einen Hubschrauber. Hubschrauber ist da. Okay. Kann ich sie holen? Hinten raus oder den Heli. Anquatschen und sofort loslatschen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir sind Ihr Rettungstrupp. Verstanden? Luft! Aber wir müssen sofort weg von hier. Ich komme nicht weit. Doch nicht so. Ich kenne jemanden. Er lebt in einem Dorf nicht weit von hier. Nicht reden, laufen. Wir stehen weiter unter Beschuss. Und vom Hintereingang aus. Wie gut kennen Sie diesen Doktor? Hopp, hopp, ich bin Arzt. Sie müssen keine Sorge haben. Die machen ihm keine Angst. Er ist ein verdammt mutiger. Wo steht der Heli, wenn man rauskommt? Haupteingang vor. Da, wo wir eben waren. Okay. Ah, da. Und ein paar Jahre und ein paar Tonnen Koks später stellte sie den Rebellen vor. Er brauchte Medizin und Impfstoffe. Kriegen wir überhaupt alle rein? Kapier ich nicht. Negativ. Einer warum muss hier bleiben und sich Vorsicht nehmen. Los. Ich wollte den Menschen hier. Komm her. Mehr wollte ich gar nicht. Das müsste passen. Doch. Ja. Lieber auf die andere Seite. Wir können nämlich romantisch uns hier auf die Kufe setzen. Wundervoll. Richtung? Die Richtung stimmt eigentlich schon ein bisschen weiter nach rechts. Aber nur ein bisschen. Okay. Ich glaube, ich sehe es da. So, genau. Berg. Okay. Guck mal, Gringa. Wir sehen über die ganze Welt gemeinsam. Wenn du so weitermachst, bringen wir freiwillig hier runter. Schicke Schuhe trägt. Ja, ne? Direkt hier vorne. Aber nicht so taktisch. Wäre schön sein, wir muss leiden. Hier ist kalt. Direkt das Gebäude vor uns. Das hier. Nee, das wo die sind. Schnute vom Heli drauf zeigt. Da. Geht auch schon einer mit Weißkittel und Handschuhen. Und einer am Rauch. Wo ist die Frau? Die steht da an der Tür. Komm rein. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kennen Sie die Frau? Was ist passiert? Wirklich, Doc, Sie sollten besser nicht fragen. Sie hat eine Schusswunde in der Schulter. Können Sie helfen? Sie, por supuesto. Wann war? Lassen Sie sich hier. Ich kümmere mich um Sie. Wir verschaffen Ihnen Zeit, aber Sie müssen sich beeilen. Mein Bauch sagt, Svenio ist noch nicht fertig mit ihr. So
Okay, dann mache ich mich vorne an. Sofort die Mühe. Hat der Heli Waffen? Macht sie fertig. Ich vermine den vorderen Eingang. Okay, ich gehe ins schwere Geschütz. Ein Heli kommt und ein Fahrzeug mit Maschinengewehr. Oh. Fahrzeuge haben die Bienen schon aufgewischt, aber nicht gut genug. Ein weiteres Fahrzeug? Wow, ich bin beschissen. Ich komme zurück. Okay, mit dem schweren Geschütz kann ich nicht viel anfangen. Endo, deine Position. Links neben mir. Okay, warte, ich komme hergeflogen, ich komme hergeflogen. Geht's euch gut? Ja, ich deck dir erstmal ein. Granate fliegt, nehmt das. Ist da noch jemand? Mach. Und die Drohne fliegt. Oh Gott, hier ist keine Muni, glaube ich. Da vorne steht einer. Weiter aus Fahrzeug? Aus Muni. Jetzt nicht mehr! Der Tango ist hin. Die sind erstmal ausgeschalten. Noch ein Fahrzeug. Oh boy, oh boy. Na, die dürfen es schwer haben, hier reinzufahren. Meine Drohne braucht ja, auch noch etwas. Die sind ein Stückchen weiter rechts reingefahren. Okay, Feuerleuchtrakete. Da, wo die 1 jetzt ist. Okay, sehr gut. Hab die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. So, ein paar Freunde kommen auch noch gleich. Geht da glaube ich noch welche? Nein, das sind Rebellen. Okay, wir haben es geschafft. Das hört sich doch gut an. Roter Rauch. Wir haben einen neuen Papst. Habemus Papam. Was machen wir, Boss? Nein, das ist können wir den doch nicht geben. Hätten. So oder so, wir müssen La Gringa von hier wegbringen. Ist er denn nicht weiß? Brauchen wir mal was Leichteres. Ich hab damit nichts zu tun. Ich auch nicht. Okay, Gringa. So, der Heli lebt noch, ne? Ja, ja, sonst wäre noch ein zweiter nach hinten. Nee, der zweite hat leider Bumm gemacht. Bei dem Cocktail, den Ihnen der Doc verabreicht hat, da dürften Sie eigentlich gar nichts merken. Da haben Sie recht. Wir gehen. Wenn Ihnen schlecht wird oder Sie kotzen müssen, schauen Sie auf den Horizont. Dann halten Sie durch. Ich halte dir auch die Haare, Gringa. Dann sollen wir die jetzt beim Flieger rausbringen, da muss man es halt. Ja. Ab in den Heli wieder. Ich kann fliegen. Wobei das auch nicht so weit zu fahren ist. Ja, das was weniger gefährlich ist, würde ich sagen. Ja, dann. Das war jetzt eigentlich. Ja. Richtung? Ich höre es piepen. Natürlich nicht bei mir. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Richtung ist gut. Sind schon fast da auch. Da vorne müsste am Berghang irgendwie so ein Hütchen sein. Ein bisschen rechts, genau. Positiv, genau. Ja, ja. Genau, da müssen wir hin. Warum sollte Pakatari eine Kartellforscherin schützen? Moment, oh, ich würde erst den Text abwarten. Naja, Medizin für die Rebellen zu kaufen. Davon hat Pak gar nichts erwähnt. Was weiß denn ich? Wir sind am Treffpunkt. Übergeben wir sie Bowman, dann ist erstmal Pause. Oh, so. Oh, oh Gott, was macht ihr mit mir? Das nennt sich Erste Hilfe und jetzt seien Sie nicht so ein Weichei. Oh Gott. Hier. Los, öffnen. Abholung in 10 Minuten. Oh, Kacke, bin ich froh, wenn ich die Heulsuse los bin. Ihre kleine Klinik bringt Ihnen vielleicht Vergebung bei den Rebellen, aber bei mir zieht der Scheiß nicht. Eine heiße Schnecke wie Sie wird im Knast sicher gut ankommen. Lass mich doch einfach sterben! Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber in 5 Jahren oder 10, vielleicht sogar in 50, wenn ich mir nicht mal mehr selbst den Arsch abwischen kann, werde ich mich freuen, an die kleine La Gringa und ihre lieben Freundinnen aus dem Knast zu denken. Ist mir egal. Ich gehe lieber in euren Knast. Auch lebenslänglich, wenn es sein muss, denn alles ist besser als Suenio. Es gibt nichts, was schlimmer ist als er.
Hat der Doc ihr nicht irgendwelche komischen Mittelchen verpasst? Ob da wirklich ein Doc war? Also mein Chloroformtuch, was sie auch noch abbekommen hat, hat auch nicht geholfen anscheinend. Was? Das, riecht das Stück Stoff für dich nach Chloroform? Was hast du mit Chloroform? Was? Also als wir da, also nix. Ich, also es ist nicht David passiert. Ich weiß auch, warum ich immer so gut schlaf. Ich dachte, das sind die Socken von ihm. Was zur? vielleicht ist es eine Kombi. Ich glaube, ich muss mal hier eben ein paar Granaten loswerden an unseren Medi hier. Wie sieht's mit euren Speicherkarten aus? Den geht's gut. Ja. Okay. 10 Minuten okay. Kommen wir auf Rakete raus. Ich würde sagen, wir nehmen den Heli und was sagt kommt. Ihr? San Mateo oder? Ach so, wir gehen in ein neues Gebiet. Remanzo, ja. Oh, da hätte ich was gedacht, dass man die Folge beendet. Ja, dann, wenn wir ein neues Gebiet anfangen, dann auf jeden Fall. Ja. Okay, dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst einen Comment, Like und Abo da. Und macht's gut. Ciao. Tschüss.